Hallo Leute, heute gibt es Salmone Croccante, heißt so viel wie Lachs mit einer leckeren, knusprigen Haube obendrauf. Es wird richtig gut. Ich freue mich drauf, das mit und für euch jetzt hier zu kochen. Was wir dafür brauchen, ist frischer Lachs auf Haut, Zitrone, ein bisschen Paniermehl, Weißbrot, weißen Pfeffer, ein paar Gewürze und ganz, ganz viele Kräuter. Ich würde einfach mal mit den Kräutern anfangen. Die brauchen wir für die Knusperhaube. Und da haben wir halt Petersilie, wir haben Rosmarin, wir haben Thymian und wir haben Dill. Also vier Kräuter, die auch hervorragend echt zu Fisch passen, unfassbar gut sind. Und das ist halt die Grundlage der Haube. Wir nehmen ungefähr gleich viel von allen Kräutern. Mixer ist bereit, die Kräuter sind gezupft. Die schmeißen wir jetzt auch schon mal alle hier rein. Ich habe hier noch ein bisschen Weißbrot, damit das Ganze natürlich nachher noch so ein bisschen knusper bekommt. So, auch hier mache ich erstmal die Ränder wieder ab. Ganz bisschen Olivenöl, Deckel drauf. Das ist ja auch noch gar nicht alles, was jetzt da rein muss. Denn wir haben auch noch weißen Pfeffer und ich habe mir natürlich hier nur die Körnchen geholt, damit ich auch noch mal ein bisschen in Mörsereinsatz komme. Ein bisschen Salz noch ran. Zack, noch ein ganz, ganz bisschen Olivenöl. Oh, jetzt hört ihr das Knistern so ein bisschen, das ist noch so ein bisschen der Pfeffer jetzt auch. Ran an den Lachs jetzt. Wir haben hier, guck mal hier, Luigi. Ein schönes, frisches Stück auf Haut. Ihr könnt ihn euch schon entgräten lassen, also es wird dann so ein bisschen abgetastet und dann zieht ihr euch die Dinger raus. Oder aber ihr sagt, ihr habt so eine feine Grätenzange zu Hause und guckt euch das selber an und macht die Gräten selbst raus. So Luigi, Lachs ist entgrätet. Wir werden ihn gleich nochmal scharf anbraten, bevor er dann gleich mit der, ja, mit dieser Kräutermarinade dann in den Ofen kommt. Nummer 3. So, hole ich mir die Stücke hier wieder raus, zack, und dann geht das alles in den Ofen. So, war bei uns jetzt wirklich nur 5-6 Minuten drin und wir haben jetzt hier noch die Zitrone, da machen wir ein bisschen was von der Zeste noch frisch drüber. Ich habe schon Bock, den Lachs zu essen. Ihr zu Hause habt hoffentlich auch richtig Lust auf diesen Lachs bekommen. Macht's gerne nach, lasst uns einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, kommentiert auch fleißig weiter, freut uns immer irgendwie was von euch zu lesen, auch wenn es mal kritische Worte sind. Wir freuen uns auf jeden Fall auf jeden von euch und auch auf die nächste Folge. Ciao!